Hey Freunde, was geht ab hier am Start? Euer bunter Mitarbeiter ist heute mal der liebe Eduard. Ja. Ja, okay. Wir starten auch direkt schon mal. Wir holen uns direkt schon mal die Ausrüstung. Wir gehen direkt zu den Lockers und warte mal. Wir holen uns die Ich wollte mir noch. Okay, wir haben. Warte, equip du dir mal die Glock 17, die Rage Dark an und das Polizeitape. Okay, dann haben wir Waffen, Polizeitape, also Dings. Ey, ich möchte mir noch mal die Autos anschauen, mein Autodealer. Wir gucken die später an. Komm einfach mit, komm mit. Nein, du musst mitkommen. Man kann die Autos nicht dort spawnen. Ich fahr heute mal, okay? Ja. Also wir gehen direkt. Gut fahren, ganz bestimmt. Wir gehen direkt schon mal hier hin und ich spawn mir direkt schon mal den Wolfsburg-Handler. Nee, das ist das klassische Ding, ne? Ja, man kann. Dafür brauche ich mehr XP. Okay, komm rein. Also, ich verspreche euch mal, wenn bei mir auf dem Kanal, würde mal gerne da vorbei. Ich mache jetzt keine Werbung, wir sind so zusammen. Ja, schaut gerne mal bei Eduard vorbei. Ja, genau, ich habe fast 100 Abonnenten, Digga, mir fehlen noch 9 oder so. Nein, Juwelier wird ausgeraubt. Ich fahre da mal ganz schnell hin. Weiß nicht, ob das schon vorbei ist oder ob er immer noch ausgeraubt wird. Ich glaube, wir müssen. Oh, die Bank. Die Bank, die wird schon beschützt. Wurde jetzt erstmal unsere Kollegen überfahren? Komm mit. Hallo? Warte, wir holen mal kurz, ich ruf mal kurz Krankenwagen. Ja, okay, ich geh schon mal rein. Pistole. Pistole da. Aber pass auf, kurz Feuerwehr. Ja, Polizei! Der Shooter ist da. Der Active Shooter. Warte, ich guck kurz, ob sie wanted ist. Nein, Polizei! Warte, ich weiß ihr User nicht mehr. Ich schieß die Reifen kaputt. Das geht doch nicht mal in diesem Spiel. Doch, das geht jetzt. Die haben das hinzugefügt. Schieß auf die Reifen. Haben wir die Reifen festnehmen? Ey, stimmt dem. Der hat Baseballschläger. Der hat Schlagstock. Ich kümmere mich mal kurz hier um. Ich kümmere mich mal um die Reifen. Okay, das klappt irgendwie auf einmal nicht. Ich glaube, wir brauchen eine andere Waffe. Der rast hier. Ich nehme jetzt mal Radar an. Kann ich gucken, ob die ein bisschen schneller sind? Okay, wir haben ein Problem. Kevin ist zu dumm. Dann ist einer ausgestiegen. Wir haben Probleme. Dort. Okay, das sind die Schlagstücken. Der hat eine Waffe. Kevin ist zu dumm. Aha. Ist mal am Arsch. Dann schlag ich sie. Mach die Reifen kurz kaputt. Das ist mein Kollege, der Waffenhändler. Der ist natürlich nicht der Waffenhändler. Nein. Was? Der Wanted? Der hat sie. Seit wann hat der 10 eine Handschelle? Was? Der Wanted? Der hat sie. Genau, wir. Warte, ich hol mal. Ich geh mal kurz in die Bank. Eduard, wir stürmen die Bank. Wir stürmen die Bank. Wir müssen rein. Wir müssen. FBI, open up! Kurz reanimiert. Hab auch gar nichts gebumst, nee. Okay, die Bank ist frei. Wir brauchen nicht mehr stürmen. Die Bank ist leer. Wir müssen mal kurz zurück zur Polizeistation. Ich habe keine Munition mehr. Ja, tut mal eher. Ja, bei mir steht 0 von 0. Ich habe gar keine mehr. Die ist schon ausverbraucht. Mhm. Warte, ist das mein Auto? Wo ist unseres Auto? Notruf, Nee, bitte einen Rettungswagen. Juwelier wird ausgeraubt. Wir müssen dorthin kommen. Aber wir müssen erstmal zur Polizeistation kommen. Ich hab Rettungsdienst gerufen. Okay. Aber fang mich nicht an, du Vollschüttel. So, also wir gehen jetzt nochmal zurück. Darf doch mein Handy draußen nehmen, oder? Ja, das ist scheißegal. So, dann fahren wir jetzt mal kurz hier lang. Scheißegal. Polizeistation. Komm mit. Wir müssen jetzt wieder zum Locker. Bleib auf Lock. Komm mit. Oder hast du noch Munition? Ich hab noch Munition. Ich hab doch gar nicht geschrieben. Nein. So, ich habe jetzt wieder die Glock nachgeladen. Ich habe jetzt 78 Muni. 68. Ich hab die Taschen rausgenommen. Egal. Okay. Ist das cool? Komm mit. Wir müssen jetzt zum Juwelier. Also bist du schon im Auto? Nee. Warte mal. Backup, bla bla bla. Ich wurde gerade raus. Da bin ich gerade. Hey, das Auto. Ey, ich hab dir das Pistole draußen. Wir sind zu schnell. Perfekt. Ja, egal. Die Polizei darf schnell. Juwelier! Ja, schnell! Ich sehe ja an, du Volltrottel! Oder weiß ich nicht, wo die Knöpfe sind? Ich weiß nicht, wo die Knöpfe sind. Wir sind da, du Volltrottel! Wir müssen zum Juwelier. Und die Tankstelle wird auch ausgeraubt. Das Juwelier ist schon lang her. Das ist immer zur Tankstelle. Ist so viel richtiger, oder? Juwelier, ich weiß nicht, sind da noch welche? Nee, wenn da hier keiner. Doch, ist da noch welche. Ja. Wir müssen Juwelier stürmen. Wer ist denn? Hektisch.
Oh mein Gott, okay, das war einer. Ich töte sie. Du darfst aber nicht. Warte, der ist in unserem Team. Der ist in unserem Team. Ich wollte ihn töten. Nee, das ist. Der ist Undercover-Polizist. Also, das ist normaler. Was? Ich weiß, du hast einen Schlagstock. Also, wirklich dann. Es gibt ja auch, wenn die einen blauen Namen haben, dann heißt die sind in unserem Team. Also, es gibt ja Undercover-Polizist. Zum Beispiel, das ist ein Pass. Okay, Juwelier ist alles frei. Ich glaube, ich sehe hinten. So. Wir müssen zum Toolshop. Der wird ausgeraubt. Wir müssen zum Notruf. Wir müssen zum Notruf. Nein, wir müssen. Wir gehen zum Toolshop. Okay. Wir gehen zum Toolshop. Dort wird ausgeraubt. Was kann man das essen? Nein, leider nicht. Weg, Mist. Manu. Okay. Welcome to China Airline. Thank you for choosing the airline. The emotions drive is ready to go. Wir müssen in die Rotation. Ach, wie tot. Ach, was? Egal. Hallo. Was? Mein Kopf will stoßen. Junge, was? Obwohl ich mir am Arm wehgetan habe, habe ich jetzt mein Bein gebrochen. Aha. Was? Oh, nein. Wir fahren jetzt zum Toolshop. Du bist ja nicht mehr hier. Okay. Leute, wir hätten gerade eben. Ich habe gerade ganz. Hast du auch vergessen, dass wir aufgenommen haben? Ja, nicht. Digga, ich wechsle so die dumme Runde. Das war letztes Video lustig. It's the final of Driftmasters, round 4, Dean versus Vinesek. Dean goes to the inside to shortcut the circuit, transitions at the same time. Junge, was ein... Oh, mein Wurzelfeld. Ich muss ja aussteigen. Nein, du kommst jetzt wieder rein. Okay, dann lasse ich dich hier halt alleine. Fahr weg. Jetzt, die Bank wird ausgeraubt, du musst reinkommen. Die Bank ist das Schlimmste. Da müssen richtig viele hin. Okay, cool. Ach du, komm hier rein. Renn doch jetzt mal. Beweg deinen Arsch. Das ist egal, genau, du läufst im richtigen Auto. Okay, wir müssen. Halt mal kurz dein Maul. Okay, wir müssen zur Bank. Bei Bank, da müssen richtig viele hin. Ich hab dir ja schon gesagt, Bank ist das Schlimmste. Genau. Da müssen so wenige hin. Nee, da müssen wirklich. Bei Bankraub, das sind immer die haben die stärksten Waffen immer. Deswegen müssen wir auch aufpassen, okay. weil wir haben so Bumi-Waffen. Ja, unhöchst uninteressant, was? Weil da müssen wir richtig aufpassen, weil wir haben nur so Bumi-Waffen da. Was? Wir haben noch Pistolen! Okay, wir müssen. Mindestens haben die Pistolen, die funktionieren, nicht diese Roleplay-Fake-Pistolen. Die anderen funktionieren auch. Bist. Ich töte sie! Polizei! Stehen geblieben! Sie ist die Hose! Ich töte sie! Ich töte sie! Wenn hier noch jemand ist, bitte stellen Sie sich. Okay, hier ist keiner. Stellen Sie sich. Safe ist noch du, okay? Was? Boah, Junge, wir werden die ganze Zeit von diesen Leuten abgefahren. Hier. Putzilami! Verarscht. Ich würde 100 Euro abnehmen. Eine Mutter. Was? Ja. Hier ist die Bank. Wie kann ich Ihnen helfen? Jetzt komm, sonst fahre ich weiter. Oh, ich hab mir am Kopf gestoßen. Was? Was? Mein Auto hängt fest. Ich kann nicht mehr fahren. Google. Ah, jetzt. Vielleicht war ich, weil du so dumm bist. Nein. Du weißt ja nicht, ob der. Oh! Nein, das brauchen wir nicht. Das ist für Feuerwehr Backup. Feuerwehr. Für RTW. Ja, okay, dann Autohändler. Mhm. Da ist es nämlich ein Ausraub, da wird ausgeraubt. Ganz man bestimmt. Man kann den Autohändler nicht ausrauben. Wieso heißt der Police Officer Lami ist downed? Hä? Der Lami ist tot. Lami? Nein. Das ist Fake Lami. Mein Fuß, mein. Leute, schreibt ihr mir mal unten in die Kommentare, ob der Lami mag. Ich finde ihn einfach. Oh, hier geht gerade richtig ab. Ich wurde getötet. Was? Müssen ja alle aufpassen. Wir waren nämlich hier steht unser halbes Team. Wenn du noch unser halbes Team, Digga, das ist nicht mal ein Viertel, das ganze Team. Stimmt, das ist ein bisschen lang, ich darf das sehen. Ein bisschen lang. Dann steig mal aus, du Fettsack. Fettsack, ich bin schon in der Juwelier drinne. Oh, der Lami ist tot. Warte, ich ruf mal kurz. Ja, okay, also ich ruf einen Feuerwehr. Das ist der Lami. Okay, den können wir erschießen. Komm. Aha. Erstmal meinen Crush anrufen, obwohl ich nicht mal alle habe. Aha. Ja, doch, du bist. Deine Mutter. Du bist ein Roblox-Mädchen.
Das war ein bisschen mean. Genau, ich hab deine Mutter als Crush. Jetzt gibt's das Maul, jetzt wird getasert. Taser. Warum ist eine Pistole, du Vollschottel? Eduard, nein, das ist. Komm mit. Wir werden heute Autos blitzen. Ich hab schon ein Minuten gewartet, da muss ich erst ein paar Minuten Polizist sind als Job. Eduard? Ja? Komm mal mit. Bist du schon wieder im Auto? Ja. Okay. Die Osso-Tankstelle wird ausgeraubt. Und warum egal, hast du... Egal, da gehen wir nicht hin. Wir verpissen uns woanders hin. Warum hast du da Dummheit reingeschrieben? Nicht. Nein. Ich sehe das oben links, ne? Ich bin nicht blind. Ich hab wieder Bugs. Auto, klar. Du bist blind, du Blindfisch. Merkt euch, wenn ihr nutzlos seid, kann euch niemand ausnutzen. Okay, wir blitzen. Wir stellen unser Auto jetzt mal hier hin. Und hier blitzen wir jetzt mal Autos. Also wir stellen uns hier hin. Perfekt auch geparkt, ne? Ja, wir nehmen die Radargun. Wir. Aha. Wir fahren gerade eben 0 km/h, oder? Wir fahren gerade eben 0 km/h. Du gehst auf die andere. Du messt so rum. Und ich messe andersrum. Also du gehst nicht auf die Seite, auf die andere. Ich messe so rum und... Okay, das ist ein Kollege von uns. 0 km/h. Das ist auch ein Kollege von uns. Happy! Nein, nicht in die, du musst in die andere Richtung. Also hinter... Hey, wenn der Auto ja kommt, ne? Nein. Du musst auf der Seite. Auto kommt ja von da dahin. So, ja, da muss ich so rum. Oder? Ja, doch. Ja. Dann bin sogar ich schlauer. Nächster bist du schlauer. Wir nehmen eine normale Pistole raus. Wir wechseln auch. Nein, du musst die Radargun nehmen. Das ist die fürs Schnelligkeit. Du hast doch gesagt, dass ich dumm bin. Also bin ich ja dumm. Du bist dumm. Gib mir Anzeige. 0 km/h, das ist zu schnell! Festnehmen! Oh, das bist ja du, stimmt. So, falls der Rettung sie zu schnell fährt, habe ich ja in der Schule gelernt, muss man die auch festnehmen, oder? Der Farmshop wird jetzt ausgeraubt. Hab keinen Bock da jetzt. Egal. Boah, hier kommt nie ein Auto. Wir machen mal Positionswechsel. Wir gehen mal zur Bank. Jetzt wird noch eine Tankstelle ausgeraubt, komm mal. Das sind so schnell! Wo ist die 20er Zone? Jetzt los! Okay. Wegen dir ist mein Auto kaputt. Hä? Wir suchen jetzt die Tank. Warte, hier ist ein Blueberry. Die Tankstelle hier wird ausgeraubt. Jalla, unfair. Oh mein Gott, der hat mich angefahren. Bist du dumm? Ich habe in der Schule gelernt, erstmal schnell schauen, wie schnell er ist, dann den Donut genießen. Er ist zu schnell, er ist 90 km/h schnell, er ist 10er Zone. Hier ist keine, hier ist eine 50er. 3 km/h, es ist zu schnell. Kann man eigentlich Menschen messen? Schieß ihn ab, der hat einen Baseballschläger. Sie sind festgenommen, vorläufig. Was, Sie sind vorläufig festgenommen. Alles, was ich sagen kann, wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Komm mit. Der kommt von hier.
Damit wir haben ihn, oder? Ist er dead? Ja, ich hab's geladen. Okay, gut. Wir bleiben direkt hier und testen das ab, Dinger. Ich hab mal ganz kurz hier die Tankstelle aus. Nein, du kannst es als Polizist sowieso nicht und machst am besten auch nicht. Nein, nur Polizist, ich darf nur machen, was ich will. Sie wurden festgenommen. Alles, was ich sagen kann, wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Deine Mutter. Wollte der gerade aufhauen? Aufhauen? Okay, jetzt. Alles ist wieder perfekt. Wir können wieder weiter. Also, dass ich in Dienst bin, bringt mir 30 XP. Aber dass ich angeblich illegalen Waffeneinsatz gemacht habe, bringt mir minus 2 CP. Ja, weil wenn du auf unschuldige People. Bist du in meinem Auto? Ja. Wenn du auf unschuldige People. Warum rede ich jetzt Englisch? Wenn du auf unschuldige Leute schießt, dann kriegst du zum Beispiel minus CP. Weil ist ja ohne Grund. Oh, Ewald, ich habe schon wieder vergessen, dass wir noch am Aufnehmen sind. Ich weiß nicht, ob wir schon seit 50 Minuten aufnehmen. Wo wollen wir langfahren? Oder wo wollen wir hin? Wo ist was, wo viele Leute langfahren? Eduard? Ich glaube, ich weiß, wo. Weißt du? Eduard, du weißt doch die Ares-Tankstelle. Eduard, wir parken unser Auto hinter der Ares-Tankstelle. Und wenn jemand die ausraubt. Oder nee, Ares-Tankstelle raubt keiner aus. Da kommt niemand hin. Leute, wir fahren jetzt zum Gas and Go. Wir parken dort hinter. Ja, das stimmt. Damit sehen wir nicht so verstehen oder so. Damit, wenn ausgeraubt wird, wir den Typen einfach einen reinschlagen können. Wir gehen zur Auto-Tankstelle. Die wird sehr oft ausgeraubt. Okay. Leute. Bei diesen Spam-Shorts, Dingsda-Boomsda. Ich werde davon auch zum Beispiel einmal eins einblenden. Klicke so schnell und so oft wie möglich in den roten Kreis. Du musst mir vertrauen und drehe jetzt dein Handy auf den Kopf. Home, a place where I can go to take this off my shoulder. Ich will noch kurz danach sagen, diese Komplimente dafür, dass man abonniert und dass die Abonnenten bekommen. Also abonniert sie. Bitte einfach wirklich nicht. Das ist einfach. Was auch immer. Hier zu den Eduard und Taser aus den anderen Leuten. Genau. Meine ich. Und. Kannst du mal bitte kurz. Bitte fallt nicht drauf ein, okay? Eduard, wir haben das alles im Podcast erzählt. Du brauchst nicht nochmal erzählen. Genau. Übrigens. Das meine ich voll, auch. Und übrigens, Vollidioten, Allaham! Volltrottel, Allaham! Also ich bin der Volltrottel und Eduard ist der Alarm, weil der so laut schreit. Deswegen ist er der Alarm. So, wir gehen jetzt zur Osso-Tankstelle. Oh, wir dürfen so schnell fahren, wie wir wollen. Let's go. Kannst du jetzt mal aufhören? Es fuckt ab. Meine Ohren sterben wegen dir die ganze Zeit.
Ja, deswegen schrei mal bitte nicht so. Ey, ich hab was geplant. Und was? Ist ja irgendwo Parkplatz. Lass da hin und einfach die Elbphilharmonie anschauen. Nein. Hier ist auch ein Waffendealer. Hier gehen die meisten. Oder ist mit direkt die Elbphilharmonie. Komm mit, hier ist ein Waffendealer. Was? Die sind festgenommen. Alles. Auf. Hier ist ein Waffendealer. Komm rein. Komm raus. Ey, alles was sie sind verhaftet, alles was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Oh, stimmt, das ist ja ein Unschuldiger. Das ist der Waffenhändler. Okay, wir chillen. Polizei, Polizei! Nein, komm mit. Das sind die Popelzei. Polizei! Komm mit, wir gehen hinter den Landlauf. Hier kommen nämlich die meisten, um auszurauben. Wenn hier ausgeraubt wird, nehmen wir die einfach fest. Nehmen wir die einfach fest. Und in der Zeit könnt ihr auch schon mal gerne ein Like und ein Abo auf dem Kanal da lassen. Ich bin bald bei den 900 Abonnenten. Und bei Eduard auch. Und bei Eduard auch gerne mal ein Like und ein Abo auf dem Kanal da lassen, weil der ist bald bei den 90 Abonnenten. Ein Like und ein Abo auf dem Kanal da lassen. Und da wird er sich übelst freuen. Eigentlich freue ich mich am meisten, wenn ich die 1000 knacke. Eigentlich am meisten, wenn ich der eine Mio habe, aber das würde nach 10 Jahren dauern oder so. Ja, ich würde mich auch freuen, würde ich die 1000 Euro nicht schaffen. Und, bitte, zumindest wenn ihr das diesen Monat noch nicht schafft. Eduard, Juwelier wird ausgeraubt. Wir fahren dahin. Wo sind sie? Ich bin hier. Komm rein, ganz schnell. Was? Mensch, scheißegal, ich lass dich jetzt hier, wenn die ganze Zeit so näher. Schrei nicht so, Mann. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, findet ihr Eduard nervig, wenn er die ganze Zeit schreit? Ich find's halt erst ehrlich nervig, weil das ist wirklich so laut, weil der Mikrofon klingt ja auch wie die Mülltonne. Also ich würde bitte macht zumindest die 100 Abos voll, wenn es diesen Monat noch nicht schafft. So, den Geburtstag von meinem Kanal. Würdet ihr schaffen, noch dieses Jahr diesen Monat noch die 900 Abonnenten bei mir zu knacken und bei Eduard vielleicht noch die 100 Abonnenten? 100 Abonnenten will ich aber erst am 30.04. höchstens am 30.04. sehen. Junge! Am 30.04. ist letztens. Es geht auch natürlich jetzt, aber 30.04. würde ich mir am liebsten, weil der zweite Geburtstag von meinem YouTube-Kanal ist. Ja. Also mein YouTube-Kanal hat am... Die feiere ich immer. Ganz. Oh. Ja, Leute, wir würden auch mal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr liked, kommentieren und die Glocke aktivieren, wenn ihr keinen Bildern zu welchen beschissenen Videos mehr verpassen wollt. Und tschüssi. Tschüss, gekostet, meine Leute.